Was kann ich gegen Katzen und Katzenkot im eigenen Garten machen? Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Immer wieder kommen Katzen. Bei mir ist es eine ganz bestimmte. Und die hat mich die letzten 2-3 Wochen richtig geärgert, muss ich sagen. Ich habe ja nichts gegen die Katzen. Ne? Die dürfen da durchlaufen, aber sie buddeln. Die wollen eben da ihr Geschäft verrichten, ist ja klar. Ne? Und immer da, wo ich schon was gesät habe oder was hingepflanzt habe, wo es noch kleine Pflanzen sind. Und da möchte ich jetzt halt euch ein paar Tipps geben, was man dagegen machen kann. Jetzt habe ich nämlich mal Ruhe. Ihr seht nämlich, die ist durchgelaufen. Das sieht man hier. Da sieht man einen Abdruck. Da ist sie wieder durchgelaufen. Das ist nämlich ein frischer. Irgendwo da quer durch. Und sie hat aber jetzt keinen Platz mehr gefunden. Ne? Ja, dann geht sie halt weiter. Ja, man, ich freue mich, ne? Der Nächste ärgert sich vielleicht. Ja. Aber naja, ja, ich habe jetzt da einiges unternommen, damit sie einfach keine Gelegenheit mehr hat, da rumzupuddeln. Katzenkot ist ja normalerweise, wenn es nicht zu viel ist, für die Pflanzen nicht schädlich. Aber es kann für Menschen, die ja Immunschwäche haben, oder für Schwangere und Kinder, kann das durchaus gefährlich sein, weil das kann Krankheit übertragen. Ne? Und es ist nicht ganz ohne. Die Katzen buddeln ja gerne da, wo der Boden weich ist, wo aufgelockert ist, ist ja klar. Ne? Wo man ansät, tut man ja schon mal die Erde auflockern und dann sät man rein und schon hat die Katze ein Paradies da zum Kacken. Ja. Und da mache ich jetzt Folgendes. Ihr seht jetzt einmal, die Kerstin schwenkt jetzt einmal mit der Kamera rum. Ich habe auf dem einen Bild habe ich Hasenzaun hingelegt. Das ist so Drahtgeflecht. Ne? Das kennt ihr bestimmt alle. Da kann sie schon mal gar nicht mehr rein. Man kann das schön nach oben biegen, wenn dann die Pflanzen ein bisschen größer werden. Dann passiert nämlich den Pflanzen auch nichts. Dann habe ich vom Weihnachtsbaum, habe ich auch schon mal ein Video gemacht, sammelt den vom Weihnachtsbaum die Zweige. Die kann man nämlich wunderbar hinlegen, immer aufs Angesäte drauf. Da geht sie dann auch nicht rein, weil weg macht die ja die Zweige nicht. Ne? Und die geht auch dann dazwischen nicht rein, auch wenn da noch mal ein bisschen Platz ist. Und man kann dann auch noch hinlegen, zum Beispiel, wenn man hat sie Gesundheit, Kerstin. Fliegen. Ja, die Pollen fliegen. Ja, wenn man zum Beispiel Rasen mäht, dann kann man den Rasenschnitt, könnte man mulchen damit, bei dem Angesäten, bloß nicht zu dick. Also es soll nicht zu dick sein, ein bisschen dünner, weil sonst kommen vielleicht unten Schnecken und Ameisen. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Oder man kann von den Rhabarberblättern, die man sonst auf den Kompost schmeißt, wenn man die so in Streifen ein bisschen schneidet oder in Stücke, in so kleine, kann man auch überall hinstreuen, wird danach gleich Kompost, genauso wie der Rasenschnitt. Also es hat zwei Vorteile. Ja? Zwei Vorteile. Dann kann man zum Beispiel, wenn man irgendeinen Strauch schneidet, wo so Dornen dran sind, nicht schimpfen jetzt an Dornen, ja, die kann man außen rumlegen an die Beete, weil die Katzen gehen nicht gern drüber über die Dornen. Auch Rosen, wenn man irgendwas abgeschnitten hat, auch hinlegen. Und wenn aber nicht eingraben, erstens einmal, die Katze verletzt sich und das wollen wir ja nicht. Ne? Wenn die das nicht sieht, Erde ist drauf, dann läuft die drauf und hat den Dorn in der Pfote. Also das will ich ja nicht, ne? Das will, glaube ich, keiner. Und selber kann man sich ja auch verletzen. Ne? Wenn man dann Unkraut jätet und dann langt man rein und dann hat man einen Dorn im Finger. Das muss nicht sein. Einfach so locker hinlegen, auch mitten ins Beet rein, das mache ich auch immer. Ja. Und seitdem ich das mache, habe ich mal Ruhe. Die geht zwar durch, an den Platten entlang, an den Wegen geht sie durch. Sie tritt auch einmal in eine, wo zum Beispiel vom Weihnachtsbaum der Zweig tiefer liegt, da läuft sie einmal drauf, aber es passiert ja nichts weiter. Ne? Ja, das ist also eine gute Sache, muss ich sagen, weil immer viel jammern, was mache ich denn, jetzt hat es mir schon wieder alles rausgebuddelt. Ne? Also es gibt da so eine Lösung. Was es noch gibt, das wäre ein Ultraschallgerät kaufen, aber erstens einmal hört man das, glaube ich, selber wegen. Das habe einmal die Kerstin gesagt, die ist an einem Garten vorbeigegangen und hat die so ein Ultraschall, das hat sie gehört. Ja? Und außerdem, das kostet ja einen Haufen Geld, warum soll man das machen, wenn man aus Abfällen was machen kann, ne? Was dagegen machen kann. Und meinen Hasenzaun zum Beispiel, den habe ich schon zig Jahre und den rolle ich dann, wenn ich ihn nicht mehr brauche, rolle ich den auf und
gibt den über so eine Eisenstange drüber, ne? Und dann habe ich das so, die ganze Stange entlang habe ich lauter Rollen mit dem Hasendraht. Also ich finde es eine ganz tolle Sache. Was man auch machen könnte, das ist zum Beispiel diese Verpiss-dich-Pflanzen pflanzen. Ja? Also da habe ich aber schlechte Erfahrungen gemacht. Das habe ich einmal ausprobiert, habe ein paar im Garten, da immer, wo es halt rumgelaufen sind, da ist die Katze vorbeigelaufen, das hat ja überhaupt nichts ausgemacht, weil das ist nämlich so, der Duft von der Verpiss-dich-Pflanze, der kommt oder der strömt sich nur aus, wenn man hinkommt. Und wenn die Katze nicht hinkommt, riecht die auch nichts. Ne? Riecht man selber auch nicht. Und wenn sie hinkommt oder es geht einmal ein starker Wind, dann kommt da so ein Duft. Aber wann ist das schon? Dass man, also ich halt nicht viel davon. Manche, die schwören drauf. Ist Erfahrungssache. Dann kann man noch Pflanzen, was sie nicht gern riechen, die Katzen, das sind ja so starke Düfte, wie zum Beispiel Pfefferminz oder Lavendel. Entweder man pflanzt da ein bisschen mehr rein oder man schneidet immer, wenn man was übrig hat, vom Lavendel oder auch vom Rosmarin, sehe gerade mal Rosmarin, einfach so Stücke abschneiden, ein wenig so kleine Stücke machen und in Beet einfach ein bisschen rumstreuen. Solche Sachen, das kann man alles vorbeugend machen. Die Katzen, die gehen ja meistens so ziemlich immer an, nicht am gleichen Fleck hin und machen da rein, aber immer gleich in der nächsten Umgebung. Und da kann man dann auch ein wenig Apfelessig einmal ein wenig hinspülen auf die Erde. Da muss man halt immer Apfelessig und was gibt's noch? Knoblauch klein schneiden und einfach ein bisschen hinstreuen. Oder Knoblauch ansetzen mit Wasser, das müsst ihr dann das Wasser auch riechen. Ne? Und das dann ein wenig hinsprühen und den Duft, das mögen die überhaupt nicht. Ne? Da lassen sie dann lieber die Finger davon, aber sie meiden den Platz dann. Ja, und wer. Das sind schon ein paar Mal Vorschläge gekommen. Pflanz Baldrian, dann hast die Katzen los. Das ist gerade das Gegenteil. Baldrian und die Katzenminze, die ziehen die Katzen regelrecht an. Also das darf da auf keinen Fall pflanzen. Ja? So, jetzt glaube ich, bin ich durch. Ich habe euch die Tipps gegeben. Ich hoffe, dass ich da euch ein bisschen helfen konnte. Probiert es mal aus. Und wenn ihr je nachdem, wie eure Erfahrungen sind, dann schreibt es doch unten in den Kommentaren. Wenn euch mein Tipp gefallen hat oder meine Tipps, es waren ja einige, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Und wer meinen Kanal unterstützen will, der schaut mal in meinem Shop vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.